Nee. Sehr schön. Dann hast du ja theoretisch die Verwunschung in einem Part geschafft. Ja. Glückliches Wiedersehen, yay! Oh, Controller vibriert. Das heißt nichts Gutes. Und da kommt der Vogel, der sie entführt hat. Wie heißt der, Maskenhändler oder sowas, ne? Oder, ne, Maskenkönig. Und er hat Link gepackt. Natürlich konnte unser Abenteuer noch nicht enden. Das wäre zu kurz gewesen. Im fünften Part müsste das jetzt sein, weil 16 Minuten mache ich keinen Part. Okay. Link hält wieder kein Schwert in der Hand. Jetzt in der Scheide, an der Seite. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Leider ohne Kling. Deswegen hab ich ja Kling gemacht. Ja, verloren und allein auf der weiten See. Ich glaube, das ist unser Ende. Oh, ein Fischer. Link. Link. Mach auf, Link. Ja, okay. Komm zu dir, Link. Okay. Warte mal, wir sind doch allein im Boot, oder? Okay. Bist du wieder bei Bewusstsein? Oh. War ein sprechendes Boot, Leute, sorry. Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Sein Lachen. Hab ich dich erschreckt? Was? Das haut mir aus dem Sockel. Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen ja, bin ich Schiff, ne? Sogar das einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuenkönig. Ich glaube, dass man das so ausspricht. Da brauchst du keine du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Ach nee. Du bist rot, du bist böse, Link. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist und deine Schwester zu befreien versucht hast oder sogar. Hab wieder falsch gelesen aus dem Grund. Aber da wartet man von mir. Ich habe große Achtung von deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Ja, den habe ich gesehen. Sein Name ist Gandorf. War klar, auch in diesem Spiel existiert er. Er hat sich die göttlichen Kräfte bemächtigt und plant die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Ich höre mich doppelt bei dir, nur so. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Gendorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsignal der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Link, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Na klar. Und du wirst tatsächlich jeglichen Unbill... Unbill? Was ist das für ein Wort? Du kennst dich damit aus, ne? Sag mal, was bedeutet Unbill? Was? Unbill. Jeglichen Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du. Jegliche Schwierigkeiten und Aufgaben.
Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Gendorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden. Und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Ich dachte, ich habe wieder falsch gelesen, aber egal. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Quest erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Klar. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Nautik-Sicherheit auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Okay, mache ich. Auf deiner Heimatinsel findet man die auf dieser Handelsinsel findet man unterschiedlichste Güter. Beschränk dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit den Besorgungstun fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. So. Ich fühle jetzt, als könntest du die Großsachen kaufen, aber außer dem Segel gibt's eigentlich fast gar nichts, was du machen kannst. Heiltränke, oder? Nee, ich hab noch keinen. Das war so eine Flasche. Portemonnaie. So, aber da ich weiß, dass ich übelst lang hier sitzen werde wieder, um das Segel zu finden, außer der Alex weiß das noch zufällig. Ja. Ich flehe dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst mir meine Bitte anhören. Wo drückt denn der Schuh? Nein, lass. Meine über alles geliebte und einzig gedachte Dolores wurde von diesem Ungeheuer der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was die sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Länder und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Hext nochmal, was wollen die nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keins zu holen. Ich flehe dich an, bitte rette meine Tochter, ich flehe dich an. Zeig es diese verdammten Halunken der verwunschenen Invasion, bitte so richtig. Okay. Da kann ich eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen. Also ja, ich weiß nicht, wie man das Segel bekommt. Der Typ da sieht eigentlich verdächtig aus. Nein. Na gut. Dann sag mal. Weil mehr kann ich mir ja jetzt hier eh nicht holen. Für die 100% muss ich dann eh schon. Ja, bei den Typen, bei dem Eskimo. Eskimo-Typi? Es tut mir leid, aber hier ist unbefugt kein Zutritt. Der Zugang verboten. Ja. Das muss ich voll hinstellen. Wow, bin ich schlau, ne? Ich komme aus dem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einen fürchterlichen Sturm und mein Boot wurde zerschmettert. Durch mysteriöse Weise blieb es dabei unversehrt. Wie ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Denn dann willst du es mir doch bestimmt meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Die Menschen dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Meer hinaus. Die haben gewiss nicht vor, es mir abzukaufen. Ich bitte dich, ich will mich hier als Händler niederlassen. Und dazu brauche ich dringend Geld. Es klingt für dich. Ja. Tja, was anderes zum Verkaufen habe ich leider nicht. Bis auf diesen Kapuzenmantel, aber der ist ein Erbstück meiner Mutter. Ja, 80 Rubine. Klingt interessant. Hm.
bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass ich da hinten schon hin kann. Hinter der Tor. Oh, doch. Aber da kriegst du kein Geld. Ich guck einfach mal. Oder nicht viel. Ein paar Fünfer vielleicht wären nice. Hm? Ein paar Fünfer wären nice. So. Ja, okay, Link. Hab verstanden. Ich hoffe einfach mal, ne? Ach, und ich kann die gar nicht mit einem Schwert kaputt machen. Scheiße. Ja. Ein paar Rubine immerhin, ne? Mhm. Naja, hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Oh, ein Fünfer. Da sagt noch einer, hier bekommt man zu wenig Geld. Ich bin vorne runter. Soll ich? Was ich noch fragen will, du weißt doch bestimmt, wo es den Fotoapparat gibt. Von wo bist du, freche Göre, bitte hereingekommen? Den Fotoapparat können wir uns schon holen, ne? Ja. Dann kannst du mir auch gleich sagen, wo der ist, das wäre nämlich sehr nett. Hab ich dir schon mal letztes Mal gezeigt, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, aber ich hab's vergessen. Was erwartest du vom Ultra? Also, machst du's oder machst du's nicht? Ja, mach ich. Gut. Hier jetzt rein. Hier rein? Gut. Da war ja Tingle gefangen. Einst. Hier gibt's noch ein paar Fässer, sehr nett. Oh. Und eine Platte. Ach, hier ist sogar Tingle noch gefangen. Ich dachte, ich habe schon wieder zu viel gespoilert, aber nee. Ui, 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 ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Tingle. Meer und Sand. Dein Item ist in meiner Hand. Du hast den Tingle Cyber bekommen. Yay. Tingle Cyber. Wenn du mal nicht weiter weißt, stelle eine Verbindung mit dem Game Boy Advance her und frage Tingle um Rat. Ja, pff, toll, ne? Gut, dass ich auch ein Kabel dafür habe. Ich hab das hier rumliegen. Ich nicht. Damit können unsere Herzen immer zusammen sein, auch wenn ich räumlich furchtbar weit voneinander entfernt sind. Also dann, ich vertingel mich erstmal, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, dein Volk zu sehen. Warte so lang auf mich. So. Was ist noch? Ups, hab ich doch glatt das Wichtigste vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Du hast Tingles Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Sobald du auf mir bist, kannst du dich nachmachen, ne? Ja, hab's auch gerade gesehen. Wirf mal einen Blick darauf, sobald du auf See bist. Wenn's um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Was ist jetzt noch? Wenn's um Karten geht, alles klar. Wow. Egal. Krüge noch zerstören, wir brauchen ja 80 Rubine. Müssen erstmal wieder pleite werden. Da war der Schild sogar günstiger in Ocarina of Time. Da könnte ich jetzt auch mal Werbung für den Justin machen. Der Let's Play nämlich Ocarina of Time. Aber wenn ihr das Video seht, ist das Let's Play von Justin schon vorbei, weil er es abgebrochen hat. Wollte ich auch gerade sagen. Er hat das schon längst wieder abgebrochen. Ich kann die Kiste hier. Ich habe fünf Rubine gewesen. Ja, ne? Und der Bett zum fünf Rubine. Ja, ich weiß. Aber ich wollte versuchen, die Kiste zu zerstören, aber ich schaff's ja nicht, ne? Doch. Wow. Der Ultra skillt. Alter. Ducken. Okay, hier ist nichts. Aber hier ist was. Oh yeah. So, weiß er auch den Weg noch?